Ich habe Steinbildhauer gelernt und habe erst in den 70er Jahren angefangen mit diesen. Und jetzt bin ich bei der Bronze gelandet. Es ist einfach die Formenwelt, die mich gepackt hat. Oder? Immer wieder komme ich auf das zurück. Am Anfang hat man noch probiert figürlich. Ich habe auch Köpfe gemacht und so weiter und so Zeug. Und ich habe lange eben einmal für den Hans Eschbacher gearbeitet. Ich habe 4 Jahre seine Figuren ausgeführt. Dann bin ich in eine andere Welt gekommen. Oder? Gelehrt habe ich eben Steinbildhauer Restaurationen. Da haben wir gotische Figuren und Barocksachen. Das, was figürlich ist, so hat man wieder frisch restauriert. So habe ich natürlich noch Lumen kennengelernt. Oder? Und das war schon etwas, das eine gute Grundlage ist. Und nachher, als ich dann noch gesehen habe, das gibt ja in der Kunstgewerbeschule, hat man natürlich noch figürlich müssen arbeiten. Vibri abmodellieren, Muscheln und alle Uhren Guckenzeug. Nachher ist man dann gekommen und hat gemerkt, dass es gibt ja, man kann da mit Formen arbeiten, man kann mit. Es sind auch Volumen, die man dann anders umgesetzt hat. Bei einem Körper sind ja auch, weißt, der Rumpf, Bein und die Dünnerstellung und der Ausdruck im Gesicht. Und dann hat man dann versucht, ich weiss noch in der Lehre so, weil wir natürlich auch manchmal noch Grabstein gemacht haben. Dann hat man noch so religiöse Elemente, Maria und solche Sachen. Das hat mir auch noch gefallen. Wie kann man das darstellen? Ich habe es dann immer probiert, schon ein bisschen zu übersetzen. Aber das war noch schwierig. Ich war natürlich belastet gewesen durch den Lehrmeister. Noch in alter Schule, oder? Der hat in München studiert und alles zusammen. Der hat natürlich die Anatomie beherrscht. Das musste anatomisch noch richtig sein. Dabei ist es ja gar nicht immer unbedingt so wichtig. Die Volumen haben müssen stimmen. Das ist noch eine der ersten Arbeiten, die ich gemacht habe. Einen Kopf. Ein Kiesel. Das ist aus den Anfang 60. Das war noch ein sehr harter Stein. Ein Kiesel. Da mag mir noch gut sein. Und dann hatte ich ein ganz schönes Werkzeug gehabt. Ja, ich hatte einfach kein Geld gehabt, um die teuren Videameisel zu kaufen. Ja, da habe ich noch lange dran rumgeknurzt. Was mich ja lange beschäftigt hat, ist der Aufbruch. Oder von etwas so. Das ist dann eigentlich ein Weiterführen von dem. Oder man sieht ja einen Knick und dann bricht es auf. Ich habe das in Stahl ziemlich oft realisiert. Einfach die Dynamik von etwas, das verbrochen ist. Das ist ja nicht ein Bruch, den es gegeben hat, durch dass man etwas wirklich verbrochen hat, sondern das stimmt ja nicht. Wenn man jetzt wieder zusammensetzen würde, dann würde es nicht stimmen. Ich nehme, die hätten so eine Übernahme. Wir sagen dem den Elefantenfuß. Die habe ich mit Gips aufgebaut. Und dann nachher den Gips, der fertig war, in die Gäuserei gebracht. Und die haben dann dort ein Negativ gemacht davon, eine Silikonform. Und nachher haben sie das in Bronze gegossen. Ja, das ist so ein Entwicklungsatelier, das ich in der Schür, wo ich das andere Werkstatt habe, kann man nicht heizen. Und da kann ich eben, da siehst du jetzt, da habe ich jetzt, bin ich jetzt gerade an einem kleinen Relief. Ich fange das erste Mal mit Wachs überzogen. Habe ich da so Wachs, dass er so auftrage, da die Form geben. Und die Grundform habe ich eben einfach schon gemacht. Aber die habe ich mit Styropor gemacht, damit das Ganze nicht so gewichtig und dick wird. Das sollte ja so sein, sonst nachher erstmal kostet es einen Haufen. Und zweitens ist es leicht zu machen. Da kann man, wenn ich das fertig modelliert habe und einigermaßen zufrieden bin, dann kehre ich es um. Mit Aceton wasche ich den Styropor raus. Da habe ich eigentlich schon die Grundform für Bronze. Die machen dann ein Silikon. Mit dem Silikon hat man einfach die Möglichkeit, dass man sie, man kann dann ein Stück einfach mehrmals immer wieder abgüssen. Der Steinraum noch von früher. Es ist ja schön. Aber es ist auch verfänglich. Es geht dann so fast wie ein Edelstein oder so. Und es kann dann so auf einmal kitschig werden. Das ist ein 68er, ein typischer 68er. Ja. Stimmt. Das ist das Wort.